Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Island. Ja, wir sind mittlerweile bei 96%, das heißt, wir haben das Spiel bald beendet und wir sind schon ganz, ganz gespannt auf das Ende. Wir wollten uns ja eine The End. Wir wollten uns The End is near. Weather. Wir wollten uns ja in der letzten Folge um den nicht kümmern, weil das so grausig ist. Und übrigens sind's Lori und Mammut wieder. Hallo, ich bin die Lori. Ach nee, gar nicht wahr. Hallo, ich bin der Mammut. Bist du jetzt aber weiblich geworden? Ja, eh. Mammut gleich erstmal deabonnieren. Mammut war schon immer weiblich. Das sind nur die Haare, die so weiblich aussehen. Der hat dich voll gekotzt. Ja, voll. Und du hast mich gerettet. Das ist ja wie früher bei mir auf der Arbeit. Wo einen auch immer die Leute ankotzen. Ah ja, voll. Hast du schon mal erzählt. Das Geile war jetzt, weil der Fisch schon wieder am Boden. Kannst du mich heilen? Gerade schlecht. Jetzt bist du auch weg. Ja. Was fällt dir ein? Achso, Waffe ist leer. Also, kaputt. Deswegen macht dich wieder so wenig Schaden. Man ist das jetzt gar nicht mehr so gewohnt. Ja, das stimmt. Man wird da leicht unvorsichtig sein. Ja. Hallo, Mammut. Hallo. Achso. Nein, schlag erstmal drauf ein. Am Boden. Ja, das muss auch nicht sein. Nicht jetzt. Hey, komm mal, der Leiter. Ja, stimmt. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Frage ist, ob das dann noch ein Vergnügen ist. Ich weiß nicht, ist da alles so. Also da will ich leider nicht mit dir allein sein. Es tut mir leid, aber... Naja, das ist okay. Ich komme damit so klar. Alles so stinkend und so. Verlassen wir dich. Das ist ja schon fast ein romantisches Ambiente. Bist du hier, oder was? Ja klar, zwischen dem ganzen Blut. Den Gedärmen. Ja, du schiebst da eh dann schon mächtig an. Na, also Dämonen würden sich hier wohlfühlen. Ist das grindig. Da, ich stöhne auch schon. Ich hasse das. Ganz schlimm finde ich oft in Spielen, dann so weibliche Charaktere, die dann Schaden bekommen und wirklich so stöhnen, als würden sie aus dem Porno rauskommen. Ja, voll. Also man kann es auch übertreiben. Ja, das nervt so extrem. Our friends. They've come for us. Was? Wer hat gesagt, dass ich wegen euch hier bin? Was? Quiet. And then everything went crazy. A mob of prisoners attacked Titus and his men, and then the undead came, attracted by the screams. Moen spirited us away and traded his boat to Alvaro, so that he would tell us how to find you. Ja, das ist ja toll. He was helping us into a ventilation shaft when the dead got their hands on him and he sacrificed himself so that we could get away. Oh yeah. There were too many. There was nothing we could do. They tore into him like hungry animals, and all we could do was watch. If not for Moen, we would not be here. Oder ja. Hättet ihr jetzt mal eine Apple Watch gehabt? Und alle. Apple Watch. Und alle sind schneller als wir, weißt du? Ja klar, immer. Normal, ja, ne? Ich meine, immerhin schleichen sie sich jetzt nicht so. Voll. Stimmt. Müssen wir da hin? Ja. Ja, jetzt bin ich hier der einzige Kerl in einem Fahrstuhl voller Weiber, ja? Also es... Oh Gott. Ich dachte mir gerade, warum husten die? Vergasen! Hey, get up! Wake up! Wait up! No time to be taking a damn nap? What happened? The fucker gassed us! I heard you talking to White. I'm the one who helped you open the locks. We gotta get the hell out of here, like, now! And how do we do that? Since Colonel, trust me, just fucked us. You had something he wanted. He came in here and took it right off you like he knew just where to find it. The vaccine. What the hell? Well, that's just great. Told you we couldn't trust it. We gotta move. Come on. There's a chopper on the roof. It's waiting for White. And if that asshole reaches it before we do, he's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation. The whole goddamn island.
We gotta catch him while we still have a chance. What chance is that? White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way. So what's the short way? Take the elevator to the top, which takes you straight to the other wing of the hospital. It's riskier, but we can reach the roof faster. Only the badasses should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. Shake a leg for fuck's sake. Und sie standen da und chillten erstmal. Und mal wieder schön reparieren. Ja, genau, sie standen da und chillten erstmal. Und die anderen reparierten erstmal ihre Waffen. Ja, beziehungsweise ich habe mal wieder nicht genug Geld. Hier ist dann der Monitor, vor dem Mr. Nerd saß. Ah ja, voll. Brauchst du Geld? Glaube ich. Nee, also 2000 will ich dir jetzt nicht abnehmen. Du, ich habe 12.000. Ja, aber nee. Obwohl, ja doch, das ist eine teure, gute Waffe. Na komm. Nein, Alter. Ich hab dich gerade geheilt. So. Gut, wie kann ich das jetzt machen? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich gar nicht. Nee, sieht nicht so aus. Aber irgendwie muss man das doch können, oder? Nee, ist heute nicht drin. Na, ich möchte dich so gern bezahlen. Für welche Dienste denn? Let's play together. Ah. YouTube Money. Ja. Nicht nur von YouTube selbst, sondern auch von den Mitarbeitern. Unglaublich. Voll, Mitarbeiter. Das hast du schön gesagt. So, ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich da... Da muss ich nämlich noch nachladen. Let me open this puppy up. Habe ich da noch eine Waffe, die ich nachladen kann? Vielleicht. Irgendwie nicht, nee. Okay. Nee. Hier passt auch alles. Beziehungsweise die Schrotflinte müsste ich mir noch ganz geschwind anschauen. Dann schaust du mal ganz geschwind an. Jo. Ja, ich glaube, die muss ich nachladen und alles. Gut. Ah, da bist du. Du bleibst liegen. Na, der hat schon geschrien. Na, ich bin mir nicht sicher. Oh, warte mal, ich zünd die an, okay? Nee, da ist ein Explosiver, den können wir alles dahin hinziehen. Lass mich. Hey. Geh weg. Oh, das nenne ich Absprache. Das ist Absprache. Ich war schon so Ding drauf. Da war ich zu langsam mit der Reaktion hier. Nein, ich war einfach... Oh! Ah! Ich wollte dich gerade heilen! Watch it. Aua! Super, ich heil dich und werd abgedingst. Umgeschmissen, meine ich. Alter, ein Schläger! Alter! Du hast mich gerade geheilt und jetzt bin ich tot? Ja. Ich hab 1038 verloren. Lade nach! Schissen hat er gerade. Nein, nur ein bisschen. Alter. Wollen Sie jetzt aber nochmal übertreiben hier? Oh Gott. Ach. Unser Freund. Darf ich bitte jetzt meine Fury? Ja, ist okay. Achso, ich bin gerade gestorben. Aber jetzt kann ich. So, mir reicht jetzt nämlich mit euch. Aber sowas von definitiv kommt, geh mal aus dem Weg, du Scheiß. Du. So, gucken mal, was die so mitnehmen oder mitbringen. 2000 Geld, fast 3000 Geld. Och, nee. Na, geh lieber weg. Geh weg, geh, Entschuldigung. Ist alles okay. Ich gebe nur eine Bandblase, mehr nicht. Okay, und da jetzt brauche ich ein Pflaster. Jetzt brauchst du nur ein Pflaster? Du gerade. Oh. Bin hingefallen und kann alleine nicht mehr aufstehen. Lieb. Ja. Du, geh weg.
Es ist weg. Wenn die Lore mal grantig wird. Dann ist sie grantig. Genau, dann ist sie grantig. Hier gibt es übrigens Energy Drinks en masse. Ja, bei Gelegenheit. So, weg. Weg. Aua. Aua. Ja, da ist so, natürlich. Erstmal saufen. Da ist so ein Spuckarsch. Und ich bin tot. Und kann in seinen Schritt sehen. Ja, oh, lecker. Dead. Ja, aber definitiv. Oh nein. Doch, wir schaffen das schon. Ja, Schritt in die Fresse ist sowieso das Beste. Voll. Aua. Meine Fresse in dem Fall. Ja, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Das gibt's nicht. Also die Axt macht schon gut Schaden auf ihn. Nur braucht halt Zeit, um ihn zu treffen. Ja, das ist voll langsam, finde ich. Ha! 1460 eingesteckt. So, Energy Drinks hier. Mhm, mhm. Und da drüben eben auch. Oh, da kommt ein Bombiger. Das soll knapp reißen. Taliban, yeah! Alter, du weißt schon, dass das politisch ziemlich inkorrekt ist. Was, dass ein Taliban ist? Ja. Naja. Ich weiß nicht. Ein Zombie-Taliban finde ich jetzt politisch gesehen nicht so inkorrekt. Ich meine, das ist ja die richtige Bezeichnung für ihn. Naja. Ein Zombie, der sich selbst in die Luft jagt. Ja, ja, aber trotzdem. Natürlich, aufgrund der aktuellen Situation mit Paris und so was, jetzt nicht unbedingt die beste Wortwahl. Aber man muss einfach mal die Tatsachen halt aussprechen, so wie es nun mal ist. Wenn ihr nun mal da jemanden sieht, der sich halt Sprengsätze montiert hat, dann wisst ihr, gut, ich gehe da nicht so nah ran. Stimmt. Ich muss auch sagen, Österreich... Man muss ja hier ein bisschen Aufklärung schaffen und so, ne? Oh! Das ist auch was. Ich kann dir sagen, Österreich ist, gibt in der letzten Zeit immer viele Bombendrohungen. Nicht so viel? Ja, naja, mehr als vorher. Bei mir im 16. Bezirk ist ein... Ich glaube, im letzten Jahr ist ja ein Auto in die Luft geflogen. 2 Wochen vorher haben sie jemanden erschossen, da wo ich wohne. Cool, läuft bei dir. Ja, ja, läuft voll. Ich kann ein Upgrade machen. Oh Gott, du solltest weggehen. Ja, ich weich gleich aus, elegant. Damit er auf mich zuläuft, oder was? Nee, der hält ja vorher noch an. Alter! Kann ich auch treten, es bringt nur nicht so viel. Oh Gott, irgendwas. Ja, super. Du hast es gesehen, oder? Ja, wir sind beide gestorben. Ja, super. Ist toll, ne? Fast wie Weihnachten. Toll. Darf ich jetzt bitte Feuer schießen? Vielleicht, eventuell. Was jetzt überhaupt nichts gebracht hat. Aber hey, du durftest. Könnt ihr bitte den Mammut in Ruhe lassen? Nö. Es macht keinen Spaß, wenn wir ihn in Ruhe lassen. Nö. Kleingeld. Da kommt mir auch vor. Die meiste Zeit. Ist dieser Arsch jetzt noch da? Natürlich. So. Reicht mir schon langsam. Kommen die nächsten an. Da kommt alles an, ich sag's dir. Hast du sie aus den Löchern gelockt hier? Ja. Ja, definitiv. Ich hab alles überall hier gelockt. Oh! Und ich muss ja alles erschießen, weil da wirklich alles kommt gerade momentan. Einfach alles! Ich werd gerade aufgefressen. Ach toll! Ja. Danke fürs Vorbeikommen, aber das ist ja, ja, ich wollte mal, ne? Du wolltest guten Tag sagen. Mal schauen, ne? Ob du auch ja auch richtig stirbst. Oder, Mammut. Was? Schau dich gleich nieder, weißt du, weil nein, tust du nicht. Doch, das ist nein, du bist nicht in meiner Nähe, um mich hauen zu können. Ich weiß, wo du wohnst. Verdammt.
Aber das wissen viele andere auch, wo ich wohne, na und? Ja. Ja, aber trotzdem. Kann ja mal schauen, ne? Nee. Sehe ich gar nicht ein. Ah, oh, du rennst gerade ohne mich davon. Passt. Wie immer halt, ne? Wie immer. Du brauchst halt immer so lange. Okay. Halt dich für ein Gerücht, da ist ein Bombentyp. Ja, ne? Auch der braucht seine Liebe. Definitiv, ich würde ihn jetzt aktivieren, oder? Ja klar, immer aktivieren. Aber es ist eh wurscht, ob ich ihn jetzt aktiviere. Bombentyp activated! Yeah! Was hat er denn? Selbstmörderflash. Einen Lappen. Alter, wir haben das alles urgut geklärt momentan. Ja, wir sind nur 300.000 Mal gestorben, aber sonst läuft, ne? Ja, voll. Na, ich will ja gar nicht wissen, was jetzt gleich abgeht. So. Ja. Ne? Ich wollte gerade sagen. Ich wollte echt gerade sagen, bevor wir da durchgehen, lass nochmal hier Aufnahmepause machen. Voll lieb, ne? Dann können wir hier jetzt nochmal irgendwo upgraden, weil jetzt hier irgendwo was ist zum Upgraden oder modifizieren. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht hier Etage hier hoch. Und dann nochmal hoch. Nur mal gucken. Ja, hier oben ist eine Modifizierbank. Da können wir uns dann jetzt gleich nochmal austoben, was ja dann nur 3 Stunden dauert. Wir kennen ja Lori, ne? Und ja, bis dahin. Viel Spaß euch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.